So, guten Morgen. Tag 2 ist vorbei. Ja, der zweite Fastentag war etwas schwieriger als der erste. Und ich habe aber alles gut durchgehalten. Ich habe sehr viel getrunken gestern. Ich habe mindestens 3 Liter Wasser getrunken und mindestens 2,5 Liter Tee. Hab dann am Nachmittag mal eine Darmreinigung gemacht mit Glaubersalz. Ich hatte am ersten Tag schon mit Glaubersalz die Darmreinigung gemacht. Habe 2 bis 3 Teelöffel genommen, also 2,5 Teelöffel. Und mein Magen rumorte, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Gestern habe ich 3 Esslöffel genommen auf 500 Milliliter Wasser. Ja, eine halbe Stunde später hat es sehr gut funktioniert und mein Darm ist also jetzt vollkommen entleert. Es war ja wie vor einer Darmspiegelung. Gut, auf jeden Fall, der Tag war ganz angenehm. Gestern Abend hatte ich ein paar Gelüste. Heute Morgen bin ich sehr frisch aufgestanden, habe meditiert. Die Meditation war sehr ruhig und klar. Das war's eigentlich. Ich werde jetzt gleich zur Arbeit gehen und bin gespannt auf den Tag. Bis dann.